Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, bevor ich hier irgendwas mache, erstmal ein ganz dickes Dankeschön an Bitte nicht so laut, der immer ganz fleißig kommentiert, mir Tipps und Tricks gibt, mitteilt, Tipps gibt, Tricks, ach, ihr wisst schon, er hilft mir. Wie zum Beispiel auch den, dass ich hier schon direkt neben diesem Rätsel gestanden habe. Ich mach's gerade nochmal auf. Rauchzeichen. Rauch steigt auf in der Piratenrache. Finde mich an seiner Quelle. Ja, und besagte Quelle, also der ursprüngliche Brandherd wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ist ein riesiger Aschehaufen, hat er mir mitgeteilt. Und ich stand schon direkt daneben. Das ist natürlich ein Ding. Wie habe ich das hinbekommen, da dran vorbeizulaufen? Man weiß es nicht. So, dann schauen wir uns mal nach einem riesigen Aschehaufen um. Oh, hier läuft echt jemand durch. Ich krabbel mal auf dem Dach, von da aus sehen wir bestimmt ein bisschen besser. Da! Ist das Ding da gemeint? Stimmt, daran bin ich vorbeigelaufen, ne? Hab mich noch über die Toten. Aufgeregt, da hinten wird fleißig gekämpft. Wer kämpft denn da gegen wen? Ah, tatsächlich, hier ist auch was zum Interagieren. Ja, das hier war's. Der große Aschehaufen, keine Ahnung. Das war mal ein Haus, denke ich. Hier liegen auf jeden Fall eine ganze Menge verkohlter Streben rum. Ach, einen athenischen Soldaten haben die hier niedergemetzelt. Und eine Ziege. Was habt ihr denn hier wieder angestellt, Leute? So, ich mach mal das hier zu. Dann sehen wir nämlich auch, was wir hier plündern. So, und ich denke, jetzt wäre es mal an der Zeit, ins Questlog zu schauen, was wir hier eigentlich erledigen sollten. Insel des Unglücks. Wir zahlen Xenia die Drachmen. Mehr haben wir hier gar nicht mehr zu finden. Auf der Insel, stimmt das? Wir wollten noch eine kleine Schlacht hier lostreten irgendwie, ne? Ich würde sagen, wir bezahlen erstmal Xenia, wenn wir eh schon hier sind. Und dann schauen wir mal, was abgeht. Oh, da habe ich gerade ein kleines Mädchen zur Seite geschubst, kann es sein? Ja, ich bin halt eine krasse Heldin. Wildschweinüberfall gab es hier. So, wir schauen mal drauf. Es müsste neue Aufträge geben. Die Banditen der Unglückseligkeit. Okay. Der Anführer des Staats der Silberinseln stellt den Auftrag hier. Eine rote See, das haben wir doch schon gemacht, oder? Auf dem Ozean wimmelt es von spartanischen Schiffen, säubert die See von ihnen, damit unsere Flotte sich die Ägäis befahren kann. Das machen wir vielleicht nebenbei. Kopfgeld für ein spartanisches Schiff, Stufe 41. Spartas Zorn. Die Obsidianinseln. Ach, was soll's. Ich nehme das mal mit. Dann schauen wir mal, was sich hier ergibt. Irgendwie das Drehen ist in bestimmten Situationen sehr langsam. Hier an der Kamera. Komm schon. Hoch. Nicht hoch. Warum denn nicht? So ganz da hoch müssen wir jetzt wieder kraxeln. Oh, hier kann man schwimmen. Okay, gut. Interessant zu wissen. Ja, sag mal, gute Frau. The mighty not Spartan returns. Yep, yep, das bin ich. Here, take it. A pleasure doing business. The information I need. How long will it take? I already have it. You do? Your Merini now sails under the name of Finikas. She started as a member of my crew, but we parted ways not too long ago. Hmm.
I'm leaving soon. Chaos is your home. But this isn't my true calling. My purpose. You might never find what you're looking for, Finnikas. I can't stop until I do. You are a great pirate. And you are an even greater friend. Don't forget me. Do you know where she is now? She sailed southeast with her crew in search of a greater calling. Südost, okay. She was part of your crew? For a time. Why did she leave? Much too interested in the politics of war. A waste of a good pirate, if you ask me. I haven't heard from her since she left. Schade, schade. Chaos is a long way from Sparta. How did your paths cross? On the sea, long ago. In her, I saw a better life. In me, she found freedom. Together, we own the waves. I can't believe she was a pirate. She's the kind of woman who, once she sets her mind to something, gets it done. Thank you. Home isn't a place. It's the people you're with. If you don't find what you're looking for, there's a place for you here. Deswegen war die uns so freundlich gesonnen. Mensch. 12.500 EP haben wir bekommen. Haben wir hier die Quest aktualisiert bekommen irgendwie? Nee. Gar nichts. Ja, dann würde ich sagen, wir machen noch eine kleine Schlacht hier. Ich mich ja irgendwie hinbeamen? Nee. Eroberung, Herausforderung schwer. Verteidigung, Herausforderung normal. Na gut. Dann hier südlich einfach die Straße runter. Dann sollte er machbar sein. Und dann finden wir das schon. Wo ist denn die Straße? Da ist die Straße direkt. Da könnten wir ja, was wir ja schon irre lang nicht mehr gemacht haben, ups, einmal in den Heuhaufen springen und dann Phobos rufen. Jo, auf geht's. Ja, ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Ja. So, hier konnte man doch irgendwie genau Straße folgen. Dann kann ich hier mich ganz gechillt zurücklehnen. Ein bisschen die Landschaft genießen zusammen mit euch. Ja, da sind wir auch schon. Dann reiten wir doch hier mal gepflegt auf den Hof. Mach mal Platz hier, Dicker. Eaglebearer, I heard you have a fearsome ship with a crew to match. Maybe you'd consider helping Sparta put a dent in the Athenian Navy. Ach so, ja klar. You have my crew. Let's match. Ich dachte, eine Landschlacht. Die Seeschlacht. Ja, da hätte ich ja vielleicht mein Schiff nochmal aufbessern sollen vorher. Wir haben ja Geld. Wir haben vielleicht auch Materialien, um irgendwas zu tun. So, das nehmen wir mal mit. Oh. Was?
Alter, das ist ja wohl richtig schwierig hier. Da wird man ja sofort eingekreist. Irgendwie, wo haben wir keine verbündeten Schiffe hier irgendwie mit? Ich denke, wir müssen erst die kleinen Schiffe wegnehmen irgendwie. Und ich denke, wir müssen auch noch mal ein bisschen was aufrüsten an unserem Schiff. Und da müssen wir uns echt gezielt auf ein Schiff konzentrieren hier. Am Anfang. So, ich bin jetzt nicht in der Schlacht drin, befürchte ich. Das ist natürlich doof. Zurzeit nicht verfügbar. Achso, weil wir nicht im Hafen liegen, oder wie ist das? Zerstöre die Athener Schiffe. 4. Ja, okay. Und wir haben keine Freunde dabei. Hä? Klasse Sache. Doch, wir haben Freunde hier hinten. Dann halten wir uns mal ein bisschen bei unseren Verbündeten auf, würde ich sagen. Ach, wird nicht, ja, das war falsch. Knopf. Ah. Dann kann ich hier bitte Speere? Nee. Commander, we need to brace or get out of the way! Marching to the front! Speed up! Ah, wo kam er denn schon wieder her? Ja, das ist ja echt krass hier, ne? Also wenn man sich um ein Schiff kümmert, dann wird man echt schon von den drei anderen direkt in die Zange genommen. Machen unsere spartanischen Verbündeten eigentlich irgendwas, frage ich mich gerade. Warum muss es eine Seeschlacht sein? Ich habe mich so auf eine Landschlacht gefreut. Ne? Ich habe hier extra schön... meine Waffen aufgerüstet und so. Oh, da ist noch einer. Hi. Wo kommt ihr denn her? Ah, und wo kommt ihr her? Mann, ey, von euch will ich doch gar nicht. Hier, die tippen da ran. Und inzwischen werden wir von hinten irgendwie komplett auseinandergenommen, kann das sein? Ja, das war ein bisschen knapp. Wir wollten uns auf jeden Fall schon mal andere Seite. So, dann können wir die hier. Ups, ein bisschen zu wild generiert. Hier sitzt die Scheiße. Ja, das hatte ich befürchtet. Ah, ist ein bisschen frustrierend hier mit der Seeschlacht. Vielleicht sollte ich vorher noch mal gucken, ob ich das Schiff irgendwie ein bisschen verbessern kann. Einen Versuch gönnen wir uns noch. Es lief ja schon ein bisschen besser, ne? Und wenn ich das Schiff hätte vernünftig rammen können, da einmal quasi Spalten in der Mitte, dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen was gerissen. Oder ich ändere das, weil ich gehört habe, dass man dann das Schiff komplett wieder repariert. Was natürlich eine feine Sache wäre. Einfach ein bisschen öfter in Deckung gehen hier.
Ach, was macht ihr denn da? Ja, das war nichts. Da ist ein angeschlagenes Schiff. Hallo, drehen bitte. Nein, nicht drehen. Okay. Ja, da ist mir auch schon aufgefallen. Wir werden hier mal ein bisschen entern. Dann werden wir in der Zeit hoffentlich nicht angegriffen. Und können unser... Schiff ein bisschen reparieren. Ich wollte sagen, will mir hier keiner helfen? Achso, das ist einer von meinen. Der kriegt zu blau. Das ist auch einer von meinen... Nee, aufheben will ich hier nicht. So, Schiffszustand wieder hergestellt. Ganz wichtig. Deswegen haben wir das ja gemacht. So, jetzt haben wir hier ein neues Leben. Ja, quasi. They are headed straight for us. Head for overwater. Haben da hinten noch ein havariertes Schiff. Hinten ist noch eins. Sollten wir uns das hier vielleicht aufheben? Ich weiß nicht, wo ist denn hier das nächste Schiff? Keine Ahnung. Ich ramme die mal schön in der Mitte durch. Und da werden wir auch schon... Ah, da sind sie doch. So, die entern wir und dann kümmern wir uns um das große Schiff. Und dann abbrechen? Niemals. Der lebt noch. Nicht mehr. Den Schatz nehmen wir uns mal mit. Achso. Na gut. So, das war easy. Haben wir uns jetzt regeneriert. Und können uns da hinten um das große Schiff kümmern. Das müsste jetzt das letzte sein. Also ein bisschen mit Köpfchen machen einfach das Ganze hier. Und dann funktioniert das auch. Ich will nicht reden. Ich will... Genau das. Leute, vorsichtig, wir fahren hier. Ready for
wie soll ich denn so? Das war doch so nichts. Och Leute, passt doch bitte auf. Nein, nein, werden sie nicht. Außer ihr redet von unseren Verbündeten. Den traue ich jetzt direkt zu. Na also, geht doch so. Und die werden wir jetzt in zwei Teile spalten. Das war eine wunderbare Eroberungsschlacht. Heute mal zu See. Ja, das war ganz cool. Damit sind wir, denke ich, auf dieser wunderbaren Insel durch. Wir könnten Chaos hinter uns lassen und uns beim nächsten Mal hier drüben in diese wunderbare Unterwasserkaverne. Warum haben wir die eigentlich noch nicht? Achso, weil wir in Groß-Athen sowieso noch nicht alles haben. Aber die Höhen von Turikos haben wir uns eigentlich schon mal angeguckt, denke ich. So, das war interessant, das hat Spaß gemacht. Das ist, hier drüben irgendwo, okay. Da fahren wir mal hin, dann machen wir einen kleinen Speicherpunkt. Und das war's für heute leider schon wieder. Schade eigentlich. Hat jetzt angefangen Spaß zu machen. Ich glaube, hier sind wir schon richtig, ne? So, das hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht. Das war interessant. So, ich werde hier noch ein bisschen Zeug in die Kiste schmeißen. Zeug, das ich gerade nicht benutze, wie zum Beispiel diesen wunderbaren Schuppentorso und jene wunderbaren Stiefel. Und dann schauen wir mal, was wir heute erbeutet haben hier. Irgendwoher haben wir eine Schlachterklinge bekommen. Hier haben wir Attentäter-Kampfhandschuhe. Die sind nicht so cool wie die Piratenkampfhandschuhe. Die können wir also zerlegen direkt. Hier mit der Krone weiß ich immer noch nicht. Was macht das Ding denn? Kriegerschaden, Dolchschaden. Ich benutze kein Dolch im Moment. Kritischer Schaden plus 15% finde ich irgendwie auch cooler. So, dann zerlegen wir das Ding nämlich auch endlich mal. Hier haben wir einen Attentätergürtel bekommen. Kriegerschaden, Sekundenbranddauer und Adrenalin pro Treffer. 10% Kriegerschaden finde ich eigentlich nicht so schlecht, aber 3% für alle Schäden ist natürlich besser. Das heißt, das Ding hier können wir leider auch nicht so richtig gebrauchen. Ja, gut. Haben wir das mal erledigt. Und dann war's das für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir uns hier die Unterwasserkavernen angucken. Macht's gut und bis dann. Ciao.